immer mehr Freunde oder Bekannte, aber auch oder halt Leute, die im Coaching-Bereich sind. Ich habe jetzt auch mich verlinkt mit Leuten, die eigenen Verlag oder Programmheft in München haben und so weiter. Ich denke, irgendwann kommen wir dann auch zusammen, wenn eben wir Theaterstück dort haben oder Werbung brauchen. Das ist halt dann auch keine spontane oder keine fremde Firma, sondern du kennst die Chefs auch. Du redest mit denen und das ist, ja, das erleichtert einiges, ne? Das hast du aber bei Xing zum Beispiel auch, ne? Ja, also wie gesagt, Xing ist ein gutes Business-Forum. Dann gibt es auch noch LinkedIn, ne? Kennst du? Ja. Und ich schau mal, vielleicht können wir vom Typ her, also er hat sich mit mir verlinkt, Armin Hari, der 100 Meter Weltrekordler, dass wir vielleicht mal zu dem hinfahren. Schöne Grüße von galacom.tv und der Kommunikationsplattform Xing. Auch natürlich herzliche Grüße an Frau Ulrike Mayfahrt gleichzeitig. Das sind eben Größen, die jetzt auch noch nicht nur im Sport, sondern als Mensch Größe sind. Und natürlich auch an Uli Hoeneß. Na, wen möchtest du denn noch grüßen? Oh. Bruce Lee, ne? Ganz bestimmt. Ja, ich bin ihm dankbar, weil ohne ihn hätte ich nie mein Kampfsystem, wo ich erlernt habe, kennengelernt. Aber ich sage, es gibt so viele Menschen, die wirklich ernennenswert wären oder sind. Kann ich gar nicht. Gibt es genug. Also. Ich möchte gar nicht auf Einzelne, sondern wirklich, das sind. Wenn man einen vergisst, wohlbemerkt, dann fühlt er sich versehentlich aus, vielleicht benachteiligt und aus diesem Grund, ja. Wird jetzt bei den Menschen, die ich meine, wahrscheinlich gar nicht, wird wahrscheinlich gar nicht sein, weil die sind, auch sehr herzliche Menschen, aber es sind sehr, sehr viele auch und es wird in den Medien viel dargestellt, immer Negatives und so, aber die sollten mehr über das Positive mal bringen, wo Menschen andere helfen oder wo Sachen klappen und vielleicht wäre das auch interessant, in den Köpfen von Jugendlichen das reinzusetzen und nicht nur die ganze Schlechtigkeit, sag ich mal, der Welt ihm beizubringen. Ne? Ich bemerke am Morgen 5 Uhr 6 Uhr, wenn ich ab und zu laufe, wenn ich die Schlagzeilen an den Ecken dieser Hauptstraßen sehe, ob Bild, AZ, NN oder Münchner Merkur zum Beispiel, wenig positive Schlagzeilen. Überwiegend, was, wo, wann wieder passiert ist. Und wenn ich so den Tag beginne, memoriere ich ja Negatives anstatt Positives. Ja, ich speichere es ab. Stefan sagt, uns geht es so gut wie niemals in der Geschichte. Der Normale hat ein Klo, hat ein Bett, hat ein Herd, hat ein Fernseher. Das war ja früher, sag ich mal, hatten ja nicht mal Könige. Ja? Also wir haben Annehmlichkeiten, die wir gar nicht zu schätzen wissen, wo wir überhaupt nicht mehr sind. Und das ist schade drum. Ich möchte immer mehr, noch mehr, statt man einfach sagt, man hat ja schon sehr viel. Das ist wahrscheinlich wie beim Buffet, wenn man zu viel isst, dann ist man halt irgendwann überfressen. Ne? Was für ein Wort. Tja. Man hat gesagt, sprichwörtlich, ein Mann hat gesagt, ich sollte mir bitte einen Lamborghini oder ein Maserati oder ein Ferrari zulegen. Mhm. Dann könnte ich mit dem Filmprojekt schneller vorankommen. Ich bin der Meinung, dass ich bei allen 8 Präsidenten, da ich war, richtig lag, bei meiner inneren Stimmung bleiben und meinen Plan fortzuführen. Hätte ich auf andere gehört, weiß nicht, ob ich dann so authentisch rübergekommen wäre und dann auch bei Herrn Barroso Einlass gefunden hätte. Ich sage, wenn mein Ferrari schönes Auto zu bauen, nichts dagegen. Ja, ja,
sicher. Aber ist ja schon klar, aber es geht ja um Mensch und Kommunikation. Ja, nee, ich wollte nur sagen, es ist halt blöd, wenn man einen Ferrari auf den Teppich parkt bei jemandem. Kommt ein wenig komisch im Wohnzimmer. Und gerade wenn es ein chinesischer Seidenteppich ist. Nicht so das Wahre, ne? Vielen Dank für den etwas anderen Sugahara in Wort und Tat.